Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ja, wir möchten heute zur Insel gehen. Ich bin gerade dabei, wie man sieht, die Batterien zu laden. Was dabei habe. Die zwei oberen müssen voll sein, die unteren sind nicht so wichtig. Es sind halt Ersatzbatterien. Weil momentan habe ich von meinen zwei Tools da unten nämlich die Sachen raus. So, was ich jetzt noch brauche, ist auf jeden Fall Salz. Das werden wir jetzt suchen müssen. Denn ich möchte meinen Fisch pückeln, dass ich den auch länger als 3 Sekunden mitnehmen kann. Und ich finde mehr Gold als Silber, das ist ja der Wahnsinn. So, das nehme ich natürlich mit, wenn ich schon sehe. Kann er nicht hier Sachen rumliegen lassen? So, 2 von 3 Salz habe ich. So, 2 habe ich noch Platz. Dann nehme ich die 2 auch noch mit. So, jetzt muss ich aber schauen, dass ich zurückkomme. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich schwimme mal Richtung Basis, vielleicht schaffe ich's. Wenn nicht, geht's nach oben. Emergency, 10 seconds of oxygen remaining. Ich will das jetzt unbedingt schaffen. Und ich hab's geschafft. Genau. So, das heißt, gepökelten Fisch mitnehmen. So, ich habe doch da ein komisches Artefakt gefunden. So, das Kupfererz kommt rein. Gold, Salz, Titan. Merkt ihr schon, ich muss jetzt gleich wieder einen Schrank bauen. Weil ich zu viel Grusch habe. So, und solange ich nämlich noch beim Basisbauen bin. So, das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Weil ich mir vorstellen könnte, dass ich es brauche. So, das Problem ist, jetzt geht die Sonne unter. Das heißt, ich werde jetzt gleich hier komplett den Strom verlieren. Das heißt, das restliche Titan, was ich jetzt habe, muss ich gleich nicht verbauen. So, gerade blöd. Aber wobei. R drücken. Raus. R drücken. Rein. So, ich möchte hier auf jeden Fall nochmal ein Fundament haben. Ich habe jetzt noch ein paar. Ich vermute, ich werde hier keinen Sinn kriegen. Die Frage ist, kriege ich hier eins hin? Ja, kriege ich. Und die letzte Platte kommt dann. Na, klasse. Gott sei Dank verliert mir hier nichts.
So, das heißt, mir fehlt jetzt sogar ein Titan. Wenn wir gleich die Energie hier ausgehen. Aber das ist mir jetzt egal. Die will ich auf jeden Fall noch bauen. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier einen offenen Bereich. Aber ist auch nicht schlecht. Kann man nach oben gucken von unten. Da baue ich dann noch Glas. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich noch Quarz habe. Einen ganzen. Ja, genau. Die Leuchtfackeln lasse ich mal da. Ich nehme mal sicherheitshalber zwei davon mit. Oh. Ja. Achso, Batterien kann ich ja noch mitnehmen. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt zu viel mitnehme, werde ich nicht so viel mit zurückbringen können. Ich weiß, dass das Wasser... Davon trinke ich mal gleich eins. Das Wasser und der Fisch werden verschwinden. Die hoffentlich nicht. So, das heißt auf jeden Fall, ich muss warten, bis... ein Teil von den Batterien voll ist. Und das Lustige ist, die Batterien können sogar nachts laden oder sie haben es wirklich so als eingestellt, dass man nachts nicht mehr so viel braucht. Oder das Ding überhaupt nicht läuft, werden wir gleich sehen. Doch, läuft. Aber man merkt es fast gar nicht. Oder dies, der hier funktioniert, weil es hell ist. Durch die da. Das wäre natürlich auch ulkig. Oder der. Aber dann müsste ich ja Energie zulegen und nicht abnehmen. So, eine Batterie noch. Dann habe ich meinen Scanner auch voll. Die anderen zwei reichen mir dann mit 81% beziehungsweise plus minus X. Und dann heißt es auf zur Insel. So, noch 3%, komm. Gut ruf. Ist mir jetzt egal. Bin ich aber gespannt, ob die Energie steigt. Die steigt wirklich. Das heißt, das Solarding da draußen arbeitet wirklich, weil der Beleuchtung dort ist. Ist ja nice. Das heißt, ich stelle hier auf jeden Fall auch Nummer 2 auf. Ich habe nur zu wenig Quarz. So, das heißt jetzt aber... ich nehme dich mit und wir steigen ein. Ah, und die Sonne geht gerade auf. So, jetzt muss ich gucken, wo ist die Aurora? Das heißt, ich muss jetzt in die Richtung... ich muss nur aufpassen, ich habe noch kein Verteidigungssystem, kein nix. Ich will trotzdem ein wenig am Boden entlang. Um zu sehen. Okay, hier ist noch Quarz. Uah. Ob ich dann noch was finde. Vielleicht zum Scannen oder so. Ich schätze mal, ich muss auch nochmal in Nähe von der Aurora. Das kann ich dann beim Rückweg machen. Dass wir vielleicht noch dieses komische Teil da finden. Ah, okay. Das ist
Das ist ja jetzt dieses Metallstück gewesen. Das bringt mich nicht weiter. Ich bin ja gespannt, ob diese Metallstücke sozusagen eigentlich wieder respawnen. Weil die Viecher ja die ganze Zeit darauf rumkauen. Bin ich bei den ekeligen Viechern. Da ist auf jeden Fall was zum Scannen drin. Was will ich scannen? Stasis-Gewehrfragment. Ja, geht doch. Das heißt, wir können jetzt demnächst uns ein Stasis-Gewehr bauen. Das heißt, wir haben mal eine Waffe. Nochmal 5. Nochmal Stasi-Gewehr. Ja, super. Und ich bin weg und ich kriege wieder einen Funkspruch. Aber ich glaube, ich bin gerade in der Nähe schon von der Insel. Kann das sein? Nee, aber man merkt, dass die Schwerkraft ein bisschen funktioniert. Ja, ich bin in der Nähe von der Insel. Langsam auftauchen, langsam auftauchen. Ich muss wissen, wo ich hin muss. So, das heißt, jetzt brauchen wir Lead. Und da liegt was. Ah, Triebwerkfragment vom Zyklop. Jubi! Das heißt, hier hinten müsste dann das zweite Teil sein. Und da hinten gleich der dritte. Komm. Scannen. So, das heißt, wir haben schon mal das den Triebwerksbauplan fertig. Die Motte hat sich... Oh, genau. Die Motte hat sich jetzt schon gelohnt. Und ihr seht gerade, man kann jetzt auch im Schiff... ...das Zeug aufmachen. Was ja früher nicht ging. Das heißt, man kann jetzt auch im Schiff das Zeug lesen. Sinnvolle Erneuerung, finde ich. So, Magnesium gibt's hier. Uran gibt's hier auch. Ist zwar wichtig, nehme ich aber noch nicht mit. Ich glaube, ich habe viele Triebwerksfragmente gefunden. Und ich glaube, ich habe einen Dia. So, wofür habe ich jetzt noch Platz? Einiges.
Diamanten zwei, da wäre nicht schlecht. Weil dann hätte ich auch die Materialien zusammen, um mir dann das, was bist denn du? Geh weg! Ich will von dir nichts und du willst von mir nichts. Verstanden? Ob ich den scannen darf? Nein, darf ich nicht. Hat was dagegen. Okay. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Goldader. Auf sowas gibt's dann auch für Silber. Oh, er ist wieder da. Robman. So, die Sonne geht, glaube ich, hier auf. So, ich mache das aber so, ich lasse die Boje, glaube ich, an Land liegen. Das ist, Insel. Nee, das ist die Kanoneninsel. Kanoneninsel. So, da ist das Lithium, das, was ich auf jeden Fall auch will. Ich habe doch da im Wasser noch was gesehen. Basaltablagerung. So, das heißt, das Scanner wird jetzt die 5, das Messer wird wieder die 1. So, den Basaltbrocken scanne ich jetzt auch mal. Hab ich vorhin vergessen. Jawohl, und ich habe meinen zweiten Dia. Das heißt, ab jetzt habe ich dann, wenn wir diese bessere Station irgendwann finden, kann ich mir dann auch sozusagen, wenn ich die nicht sogar schon hab, weiß ich gar nicht. Wie viel Platz habe ich noch? Ein bisschen. Hier gibt es Salz, aber Lithium ist mir wichtiger. Ich muss meine Hülle verstärken. Nein. Ich lasse jetzt die Basaltdinger in Ruhe. Und nein, ich darf dich nicht scannen. Und dich darf ich auch nicht scannen. Ich werde mich jetzt erstmal auf der Insel ein wenig umgucken. Und das heißt, wir werden dann demnächst auch das da besichtigen. Schaut lustig aus, als wäre gerade das Rohr geplatzt. Ah, nee, das sind Blätter. Ja, ich werde auf jeden Fall schon mal rumlaufen. Weil vielleicht gibt es da noch was zu entdecken. Außerhalb von dieser Insel. Außerhalb von diesem Gebäude. So, ich nehme jetzt sicherheitshalber mal mein Messer in die Hand. So. Ich mache euch den gar aus. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Platz lassen. Nicht, dass ich dann hübsche Sachen bekomme und ich sie nicht benutzen kann, weil ich voller Lithium bin.
So, wir sehen hier auf jeden Fall noch mehr Kabel. Und rennen die mir nach wie Haustiere? Nein. So, jetzt gibt es zwei Höhlen. Eine geht nach unten. Eine geht nach oben. Geh erstmal die nach oben. Okay. Und ich habe ein Gebilde gefunden. So, kann ich das scannen? Nein. Nein. Auch nein. Ja, die Alienstruktur kann ich scannen. Oh, es geht auf. Ich soll einen Fuel Crystal reinmachen. Und das überall. Uraltes Alien-Artefakt leuchtet lila. Sehr schön. Okay. Das heißt, sie muss Alien-Artefakte finden. Das heißt, ich gehe jetzt dann doch mal nach unten. Aber die Abzweigung. Vielleicht finde ich hier was. Ich brauche mal ein bisschen Licht. Hier ist ja stockfinster. Die Sonne geht unter. Ist doch schön. Tschüss, Sonne. Bis morgen. Also auf jeden Fall, Lithium gibt es hier nicht zu wenig. Aber das ist gut. Das heißt, wir können hier wieder hergehen. Alter, das ist ja verlaufen. Zieh mich mal zu den Pilzen zurück, da sehe ich wenigstens was. Weil dann trinke ich jetzt mal, esse ich jetzt erstmal ein bisschen. Und trinke einen Schluck. Gehen wir mal hier weiter. Aber hier habe ich jetzt bis jetzt nichts Alien-mäßiges gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. Muss ich dann 5 Bojen mitnehmen? War ich schon, war ich nicht? Oh! Ein Alien-Artefakt. Hihi. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Alien-Artefakt gefunden habe, dann gehe ich mal zurück. Und untersuche den anderen Ausgang der Höhle. Mann, muss man schnell einen Schluck trinken. Meine Güte, ist das hier verworben. Ich hätte jetzt gesagt, ich gehe jetzt mal hier entlang. Da unten geht es auch noch lang.
Gut, aber hier gibt es dann nichts mehr zu sehen. Da hinten ist mein Gefährt. Das heißt, ich muss da auch wieder hin. Das heißt, ich werde mich zurückbegeben. Werde dann auf den Tag warten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann das Alien, die Alien-Kanone besichtigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!